Die C-Krise treibt den Kampf ums Überleben auf die Spitze. Es ist schlichtweg verrückt. Man wundert sich, wie ist das möglich? Plötzlich war der Geist wieder aus der Flasche. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Der Geist des Krieges beherrscht die Welt. Eine Art Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, der dann sichtbar wird im Bruder, zum Beispiel in denjenigen, die sich nicht impfen lassen oder die sich impfen lassen. Da ist im Moment die größte Spaltung. Bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Auf welcher Seite stehst du? Was für ein dummes Spiel. Hängt von der Impfung etwas ab? Das ist doch die Frage. Was soll das Ganze? Wo sind wir wirklich? Eines steht fest. Die Angst geht um. Die Angst vor dem Tod. Die Angst vor der Vernichtung. Die Angst vor dem Scheitern. Auch beruflicher Art, wie auch immer. Das ist nicht leicht zu bewältigen, es ist völlig klar. Die eigentliche Welle ist eine Pleitewelle und sie ist im Anrollen. Sie kommt und läuft. Es ist hart für viele, ganz gewiss. Die Frage am Ende des Tages lautet immer, wo bin ich verankert? Wie ernst nehme ich diese Welt? Hängt davon mein geistiges Leben ab? Das ist am Ende des Tages immer wieder die Frage. Hat die Welt mich oder habe ich sie? Hat der Körper mich oder habe ich ihn? Die körperliche Hypnose ist der große Trick des Egos, uns geistlos zu machen. Wir sollen glauben, dass wir ein Körper sind und dass dies unsere Lebensgrundlage ist. Wer sich nur für einen Körper hält, der muss Angst haben. Der muss um sein körperliches Leben zittern, so oder so, mit oder ohne C-Krise. Es ist immer dieselbe Situation, ob im 12. oder 14. Jahrhundert oder jetzt, ja, im 21. Jahrhundert. Es spielt keine große Rolle. Es lief immer derselbe Film. Der Ego-Impuls der Trennung führt in die körperliche Welt hinein, denn Körper sind ein Symbol für Trennung. Und sich darauf zu fixieren, heißt eigentlich Krieg zu führen. Denn ein Körper bekämpft dann den anderen. Kampf ist immer ein körperlicher Vorgang. Zwar wird er im Geist motiviert und aktiviert, das ist schon klar, aber am Ende marschieren Menschen aufeinander los und greifen einander an. Die Aggression hat definitiv zugenommen in den letzten anderthalb Jahren seit Beginn dieser Krise. Dieser Aggression kann man nur sinnvoll begegnen, wenn man zu verstehen beginnt, dass der Aggressive selber Angst hat. Die Aggressiven sind von Angst her, von der Angst her gesteuert. Sie fühlen sich in die Ecke getrieben. Sie glauben, sie müssen angreifen, um überleben zu können. Es ist eine Form der Projektion, ganz gewiss, der Projektion eigener Schattenanteile auf andere. Nach dem Motto, das will ich jetzt loswerden, das muss jetzt der andere tragen. Bei ihm sehe ich's. Er hat mich bedroht. Er ist unredlich. Er ist mein Feind. Ich werde ihn bekämpfen, ich will ihn zerstören. Diese Haltung verstärkt nur den geistigen Urkonflikt in uns. Er wird auf Ebene 1 verstärkt über Ebene 2, indem wir hier anfangen, wahnsinnig und sinnlos zu agieren und Krieg zu führen. Man könnte das lassen. Wir könnten einen anderen Weg wählen. Ich möchte verstehen
Und mir wird immer klarer in dieser Zeit, wie groß die Angst ist in den Menschen. Sie hoffen zu überleben durch die Impfung. Sie hoffen zu überleben durch Sicherheitsabstand, durch das Tragen einer Maske. Bei vielen, vielen Menschen ist das so. Und es wäre eine Form von spirituellem Hochmut zu sagen, das geht mich nichts an oder das würde mir nicht passieren. Die Angst kann jeden befallen. Die Angst vor dem Ende, vor dem Tod ist eine allzu menschliche. Wir müssen uns alle dem Thema stellen, ein jeder. Und hier ist Ehrlichkeit, ja, und Mitgefühl sind hier angebracht. Daher ist für mich nach wie vor die Demut die beste Lebensversicherung. Mitgefühl und Demut, Einfühlungsvermögen, dass wir sehen, verzweifelt sind viele, sehr viele. Und Verzweifelte handeln manchmal seltsam. Ja, es sind neurotische, verrückte Bewegungen, die wir alle schon durchgeführt haben, irgendwann, irgendwo, irgendwie. Und wenn ich das jetzt nicht mehr tun muss und möchte, ja, sollte meine Motivation sein, ich will dienlich sein. Ich will dem beistehen, der Angst hat. Ich will ihm den Raum lassen, den er fordert. Er soll ihn bekommen. Denn es ist nicht sinnvoll, ja, ihn einem Druck auszusetzen. Überhaupt nicht. Es würde nur noch zu größerer Verzweiflung führen. Wir müssen den Druck rausnehmen und den Weg der anderen respektieren, wie auch immer er aussehen mag. Es ist völlig egal. Jeder muss für sich das entscheiden und niemand kommt um diese Entscheidung herum. Das ist ein Kriterium hier in der Welt. Hier wird entschieden, hier wird getan, hier wird gelernt über die körperliche Form. Und wir sollen das alles im Geiste liebend durchdringen, liebend transzendieren, ohne Groll, ohne Aggression, ohne Vorwurf, ohne Schuldprojektion. Das ist eine große Herausforderung, gewiss, für uns alle, auch und vor allem für die, die die Geistesschulung ernst nehmen. Leicht ist es nicht immer, das ist ganz klar. Auch ich bin gefordert auf diesem Weg. Das ist gewiss. Denn wir sind irgendwo immer noch die Menschen, für die wir uns halten. Eine Person in einem Körper mit einer Geschichte und mit ja, gewissen Sachzwängen, die uns hier umgeben, wo wir sagen, ja, aber ich muss doch leben. Ich muss doch Geld verdienen. Es muss doch weitergehen. Ich weiß, was Krisen bedeuten. Die Bankenkrise 2008, 2009 damals, ja, hat mich ein ganzes Seminarzentrum gekostet. Alles, was ich in 15 Jahren aufgebaut hatte, war innerhalb weniger Wochen weg. Alles, fast alles. Und das war eine ziemlich heftige Prüfung. Ich war an der Grenze auch zum Suizid. Es gab diese Gedanken. Das ist menschlich. Das Ego machte mir ein Angebot. Häng dich auf am höchsten Balken, ja, von deinem Hause und die anderen werden wissen, dass sie dich umgebracht haben. Die Welt wird sehen, sie hat dich umgebracht. Das ist die Verrücktheit des Egos, das ist Ego-Politik. Das Angebot war da und ich hatte das Rüstzeug des Kurses und wusste, es ist nicht wahr. Es ist Betrug, es ist eine falsche Deutung, die Welt dafür verantwortlich zu machen, dass ich hier leide. Ich lehne das ab, ich mache da nicht mit. Und ich konnte diesem Impuls des Todes widerstehen. Das sind die Prüfungen, das sind die Härtetests. Es war gewiss nicht leicht, aber die Prüfung war bestanden. Ich habe es gelassen. Ich habe diesem Todesimpuls, ja, widerstanden. Wir müssen dem Ego widerstehen und die Alternative wählen. Die Alternative ist,
der Weg der Vergebung, der Weg des Heiligen Geistes, dass uns bewusst wird, hier ist nichts zu halten, gar nichts. Hier ist auch nichts zu gewinnen, nichts, was wirklich von Wert wäre. Denn was von Wert ist, ist immer der Geist. Es ist die Liebe selbst, der Frieden in Gott. Das hat Wert. Alles andere ist leeres Zeug, Eitelkeit, Verrücktheiten, was auch immer. Es bringt ja alles nichts. Und das erkannt zu haben, ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich will Frieden. Ich will Frieden im Geist. In der Welt, weiß ich, wird es keinen geben. Vielleicht steht mir noch Schlimmes bevor. Das mag sein. In der Formenebene. Ja, auf dieser Ebene kann uns viel Schlimmes passieren. Das kann man nicht ausschließen. Das ist ganz klar. Das wäre vermessen. Ja, dass man sagt, das passiert mir nicht. Nein, nein. Auch ich könnte krank werden. Es ist möglich. Ja, wenn ich schlecht beieinander bin und verrückte Dinge glaube, kann auch mir das passieren. Die Frage ist, leiste ich ja Geistesschulung und geistige Hygiene in meinem Geist? Bringe ich das täglich neu zustande? Dass ich aufpasse, was denke ich, was fühle ich, was läuft in mir ab? Bleibe ich in der Vergebung oder fange ich an anzuklagen? Anzugreifen, andere verantwortlich zu machen für meinen inneren geistigen Zustand. Ich weiß eins sicher, ich bin dafür verantwortlich und ich bleibe dabei und werde nicht davon ablassen und rufe die Hilfe an, die da ist, im Geist. Sie ist da. Jesus, Christus, der Heilige Geist. Pater Pio, Bruno Gröning, der Engel, welches Symbol auch einer wählen mag. Sie sind alle da und stehen für das eine, für das Höchste, die Liebe Gottes zu uns, zu mir und dir. Was ist Demut? Demut ist die Erkenntnis, dass ich der Bruder bin, dass der Bruder auch in mir ist, dass das alles im Geiste eigentlich eins ist, dass wir zutiefst verbunden sind und der Heilung im Geist bedürfen, dass wir Hilfe brauchen und dass wir der Sohn Gottes sind, der eine Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit und Gnade, der aber vergessen hat, wer er eigentlich ist. Das ist für mich Demut. Wir haben das Höchste in uns. Es steht jedem zu. Jedem ist es gegeben. Ja, wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf. Und das ist eben auch Demut. Und da sind wir alle gleichgestellt. Und da, wo ich Unterschiede sehe, da gehe ich in die Hybris, in eine Überselbstüberschätzung und Selbstüberhöhung. Und diese Selbstüberhöhung ist der Niedergang. Das ist der Fall. Das ist die geheime Aggression. Sie fällt mir immer auf die Füße. Von daher, die Demut ist die beste Lebensversicherung. Das, was ich als Geschenk und Gnade erlebe, empfange ich immer vom Höchsten in mir. Da bin ich dankbar. Es ist nicht aus mir selbst entstanden. Es ist der Vater in mir, Gott in mir, Gott in dir, das Höchste in uns, welches die eigentliche Lebensgarantie, Versicherung, ja, darstellt. Wir müssen uns nicht fürchten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Aber das will erst einmal erkannt sein und gelebt sein. Das ist kein leichter Weg für uns alle. Ganz gewiss nicht, aber es ist ein gangbarer Weg. Geistesschulung ist notwendiger denn je. Wenn wir die Jahre doch vertan haben, viele Jahre, wir können immer neu beginnen, jetzt in diesem Moment. Jetzt, wenn die Not groß ist, dann geht es los. Der Ernstfall ist immer jetzt. Es ist viel möglich. Wir können in kürzester Zeit sehr viel lernen, weil die Lernintensität dieser Zeit zugenommen hat.
Sie ist wesentlich höher als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Es ist jetzt mehr möglich. Die Intensität ist beschleunigt. Die Zeit wird verkürzt in gewisser Weise. Das ist ganz enorm. Ich spüre das immer wieder und bin sehr dankbar dafür, in dieser auch schwierigen Zeit zu leben. Schwierig war sie immer. Das ist nichts Neues. Unter der Sonne ist nichts Neues. Es ist die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung des alten Spiels der Trennung. Dass ein Gottessohn in seiner milliardenfachen Zersplitterung aufeinander losgeht. In all diesen Splittern immer nur den Feind erkennt und nicht den Bruder, der er selber ist. Bleiben wir dran. Suchen wir nach der Hilfe und sie wird sich uns zeigen und schenken. Ein heilsamer Gedanke, am Abend gedacht, bevor wir zu Bett gehen, den nehmen wir mit in den Schlaf, ja, in eine andere Ebene und schlafen nach oben ein, wie Rudolf Steiner es beschrieben hat. Ein heilsamer Gedanke, wie wertvoll. Ihn im Geist zu bewegen, ist wie eine Saat, die sofort eine Ernte nach sich bringt, ja, nach sich trägt. Das ist wunderbar. Ein heilsamer Gedanke der Vergebung hat so eine enorme Wirkung. Mögen wir es erkennen. So wie der Hass, den ich mal erlebt habe mit 18 Jahren in seiner reinen direkten Wirkung. Es war die Hölle. Und später, als ich den Kurs machte, dachte ich dann, wie wirkt dann erst die Liebe? Ein Gedanke der Vergebung, den ich in meinem Herzen bewege. Wie heilsam, wie wohltuend. Am Ende eine Wirkung für die ganze Menschheit. Wie wunderbar. Das ist das Wunder. Das ist ein Kurs in Wundern. Genau diese Ebene aktiviert der Heilige Geist hier in uns, wenn wir seinen Übungen vertrauen und vielleicht diesen Weg wählen. Es gibt auch andere Wege, ganz gewiss, andere Schulungswege. Der Kurs ist einer von über 1000 Wegen. Das muss nicht für jeden passen, das ist schon klar. Ich spreche hier zu einem kleinen Kreis. Aber ich freue mich, mit euch auf diesem Weg zu sein. Ich will Frieden. Ich will Heilung. Und ich reiche jedem die Hand, der das auch will, und dem, der es noch nicht will, ich achte seine Wege, den lasse ich ziehen. Er darf seinen Weg gehen. Das ist alles in Ordnung. Am Ende merken es alle. Jeder wird an irgendeinem Punkt umkehren. Das ist gewiss. Denn wenn wir merken, es rechnet sich nicht, dann ist das schon mal eine gute Einsicht. Dann fragen wir nach einem anderen Weg. Gibt es einen anderen Weg als den Weg des Krieges? Ja, es gibt ihn. Es gibt ihn. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn kennen darf, praktizieren darf und auch ein Stück weit weiterreichen darf.